Einen wunderschönen guten Morgen. Wir sind wieder am Start mit einem neuen Day in the Life, fokussiert auf den Challenger. Luis sitzt natürlich neben mir. Wie geht's dir heute? Mir geht's sehr gut. Ich bin tatsächlich mal ein bisschen ausgeschlafen. Das freut mich wirklich sehr. Es ist schön, dass du mal ein bisschen Schlaf hattest. Aber wir sitzen jetzt im Red Eye. Das erste Mal, dass ich das Auto richtig fahre, sonst nur kurz 2 Minuten davor. Und surprise, surprise, wir haben den lieben Mr. Benzin-Junkie hinter uns. Der ist in Südfrankreich gestern Abend irgendwie um 10 losgefahren und vor ein paar Stunden angekommen. Er war um 6 oder so hier. Ein bisschen Psycho, muss man schon sagen. Dieses kleine Blubbern ist jetzt schon geil, oder? Ja. Fenster ein bisschen aufmachen. Und das Ding ist ja riesig. Es ist echt ein Schiff, merke ich auch gerade. Wir haben 808 PS, ne? Und super. Und Supercharger. Aber ich muss sagen, vom ersten Gefühl ist relativ, also schwimmt gar nicht so viel, ne? Also es geht jetzt wirklich. Ich habe keine Idee, wie hoch oder flach der ist mit Speedbumps. Okay, das geht ohne Probleme. Allein schon dieses Blumen finde ich einfach geil. Das hat was, oder? Voll. Ja. Sehr geil. Das Auto ist jetzt ja übrigens auch eingefahren. Nicht von mir, nur von der Whitewick, von der Hannover PS Days. Aber er hat noch nicht den Run-In-Service. Ich hätte jetzt echt Bock, Line-Lock zu machen. Aber vielleicht wird das jetzt noch ein bisschen doof. Also höchstwahrscheinlich wegen dem Öl. Okay, mal gucken, wie alles funktioniert. Wir haben jetzt 1446 Kilometer auf dem Auto. Ein Average-Verbrauch von 15,7 Liter. Das ist mit Sicherheit Autobahn. Weil sonst wäre das nicht so viel. Du bist wirklich so ein bisschen müde, Meister. Du musst ein bisschen was erzählen, mal was. Erzählen? Ja. Was soll ich erzählen? Weiß ich nicht. Meine Impression, okay, also ja. Das Auto, der Sound von dem Ding ist mega geil, muss ich sagen. Ist sexy, vor allem wenn der Supercharger drin kommt. Ich versuche gerade die Klappe, wie man die auf und zu macht. Oh, okay. Weil er hat noch keine Grail-Anlage aktuell. Hm. Okay, da ist Abgasanlage aus, da hat man nur hier Supercharger. Hier ist gerade eine NAP verbaut. Alles logischerweise auch legal und eingetragen, so wie das sein muss. Das ist echt ein Schiff, oder? Ja, schon. Hab ich dich nicht ausreden lassen? So halb, aber egal. Tut mir leid, mach weiter. Ja. Ja. Ist geil. Also man fühlt, dass man in einem fetten Schiff sitzt und nicht jetzt wie gestern in der A-Klasse beim Beschleunigen. Aber ist geil. Es ist echt geil. Boah. Ey, das war 30% Gas. Echt jetzt? Das war 30% Gas und er dreht Weiß einfach so direkt durch. Hä, wie geil ist das denn? Das ist ja sogar noch im Run-In-Style. Wie geil. Okay, ich liebe das Auto. Ja, ich weiß. Hä, wir haben Traktionskontrolle und alles an. Das juckt das Auto gefühlt gar nicht, dass da irgendwas an ist. Vor allem, ich dachte, du drückst voll durch und jetzt sagst du, nee. 30%. Können wir mal runterschalten. Geil. Der Sound ist auch voll cool. Ja. Aber es geht schon gut nach vorne, ne? Ja, ordentlich. Also dreht halt ein bisschen durch. Okay, sympathisches Auto. Sonst, was kann man sagen? Lenkgefühl, ja, ist halt nicht da. Es gibt halt kein Lenkgefühl. Aber eins muss man über Challenger sagen, das Ding riecht von innen so ekelhaft. Der riecht so ein bisschen nach Kuh. Ist so. Das ist leider die Realität. Also ich finde nicht, dass ein gut riechendes Auto ist. Aber gut, it is what it is. Ich würde sagen, wir fahren jetzt erstmal schnell zum Parkhaus und was frühstücken. Und sehen uns dann irgendwo. Vielleicht können wir so einen Stickshot machen, wie der ins Parkhaus reinrollt oder ja, sowas. Bestimmt. Kriegen wir hin. Seht ihr, Luis ist kreativ. Ihr findet Luis sehr sympathisch. Ja, ich hoffe doch auch. You gotta slow it down, girl, you move it too fast for me. Nobody did it like this, so they wonder, they asking me. If I can slow it down, cause it's coming too fast for me. I came up from the bottom, now look at me now, they mad at me. I cannot slow it down, cause it's coming too fast for me. Also meine Lieben, wir wollen jetzt ins Parkhaus rein und ich habe gerade realisiert, dass man null einschätzen kann, wie breit der Challenger ist. Deswegen ist Luis da, guckt ein bisschen. Was ist das? Okay. Alter, es fühlt sich so unfassbar eng an. Hier scheint es aber nicht zu sein. Ich weiß
weiß nicht warum, ich kann das Auto nicht einschätzen. Was ein Kack! Was ein Kack! Aber egal. Und wir drin sind, sind wir drin. Wir sind durchgekommen, ohne Probleme. Das heißt, ich glaube, Louis springt wieder rein. Sah das eng aus oder nicht? Ja. Echt jetzt? Kannst du zeigen, es war sehr eng. Ah, okay, das ist unsympathisch, weil rausfahren wird schlimmer. Aber ich war hier schon mit dem Wraith, mit dem... Oh Gott, das ist unangenehm mit dem Auto. Und der Wraith ist nicht kleiner eigentlich. Mhm. Eigentlich ist der Challenger kleiner. Oh. Also ich will ja nicht sagen, dass ich übertreibe, aber es wirkt schon echt schmal. Liebe Benzin-Junkie scheint ein bisschen verwirrt zu sein. So, okay. Also du siehst halt echt nur... Nee, man sieht nichts. Scheiße. So, so, okay, okay, wir schaffen das. Profi. Und der Turning Circle von dem Ding ist halt auch nicht existierend. Gut, warten jetzt mal kurz hier. Gotta slow it down, girl, you move it too fast for me. Nobody did it like this, so they wonder, they asking me. If I could slow it down, cause it's coming too fast for me. I get my phone. Jetzt nicht mehr, jetzt bist du dran. Dank der Hilfe von Luis bin ich doch noch rausgekommen, das war unangenehm, oder? Ich fand's süß. Echt jetzt? Ja, schön. Abschließen, frühstücken. Erster Eindruck. Ja, ist sehr schön. Das freut mich, vor allem der LKW hier, oder? Ja, freut mich auch. Gut. Also, sowas sieht man bei uns in Deutschland gar nicht. Richtig. Das ist eine echte Sehenswürdigkeit hier. Du passt da durch. Sehr schön. Servus, mein Lieber. Wie war Frühstück? Frühstück war gut, ja. Was, wie ist das, was neben dir steht? Das ist noch mehr sehr gut. Das ist Louis' neuer Dienstwagen mit California Plates. Ich glaube, das ist bei Regen richtig geil, ne? Ja, nee. Kann ich Plane drüber spannen oder ich fahre mit Regenschirm, das geht schon. Ja, aber schon echt geil. Vor allem das Verkehrshütchen finde ich gut. Mein Beifahrer, ja. Ja. Schönes Style. Jetzt geht's aber erstmal nach Teul. Schöne Haare hast du. Dankeschön. Gerne. Also, wir sind... ich hasse diese ganzen Rollerfahrer. Jetzt weg vom Frühstück, fahren jetzt Richtung Teul zum Meer. Das ist da, wo die Red Rock Mountains sind, wo wir zum Beispiel Delivery Dawn gefilmt haben. Warst du ja auch noch nicht. Nee. Und deswegen gucken wir uns das alles mal an und fahren natürlich auch tanken, denn der Challenger ist komplett leer. Das ist nicht so schön. Aber jetzt haben wir erstmal einen Tunnel, einen kleinen, den nutze ich immer für Sound. Wenn der echt super ist, sehr schön schmal. Und dann kriegen wir bestimmt ein bisschen was aus dem Challenger raus. Von dem her, sobald ich was sehe. Jetzt mal. Da geht die Klappe zu. Und dann die Klappe. Also bei 3000 geht die Klappe zu. Aber hat ja bald eine Grail. Dann ist es noch lauter. Aber klingt schon mal sehr gut, finde ich. Die Soundart ist geil, ne? Ja, voll. Ein bisschen mehr High-Pitch. Und Luis, hast du irgendwelche Fragen zu diesem wunderschönen Kfz? Fragen zum Kfz? Fragen zum Kfz. Wie fährt sich so? Wie ein Boot. Wie ein Boot? Also man kann nicht sagen, dass es ein gut fahrendes Auto ist. Definitiv nicht. Es ist ein Auto, was extrem gemütlich ist. Für so einen langen Roadtrip oder so stelle ich mir das geil vor. Das ist jedes Mal das gleiche hier. Für einen langen Roadtrip glaube ich echt ganz geil. Aber sonst ist halt Fahrgefühl... Naja, wir fahren gleich ein paar Twisties, aber Lenkgefühl gibt es auf jeden Fall nicht. Fahrweg finde ich ist überraschend straff. Habe ich auch das, schon gehört. Das wiegt ganz geil. Wir sind natürlich auch noch im normalen Modus, wenn wir Sport oder so reinhauen. Aber müssen wir mal gucken. Ein paar Sekunden später. So, wir haben mal ein bisschen freies Stück Straße. Vorteil ist, wir müssen nicht mal wirklich schnell fahren, weil es ist einfach sehr kurvig. Und ich muss sagen, jetzt gerade liegt das eigentlich ganz gut. Luis, du mit deinen Kopfhörern am Ende, wie geht das? Ja, ist angenehm zum Editen vor allem hier. Ist angenehm zum Editen? Ja. Das freut mich. Weil der Sound dann jetzt gleich klapp aufgeht. Und wie gesagt, wir müssen nicht mal schnell fahren. Es ist echt geil. Ich habe mit dem Typen von AEC, ja, entspannt, kurz geredet. Er hat gesagt, ja, zwischendurch kann man schon mal ein bisschen Feuer geben, aber halt nicht durchgehend. Dann halten wir uns natürlich auch. Aber hier jetzt gerade. Man merkt natürlich extrem das Gewicht. Aber ich dachte,
Achse schiebt. Und das tut er nicht. Ich würde sagen, wir sehen uns jetzt gleich mal auf einem wunderschönen Parkplatz. Und vielleicht ist Louis so lieb und haut dann mal einen schönen Porn von dem Auto raus. Das sollten wir hinkriegen. Ist natürlich sehr grell jetzt. Aber du bist Profi. Ich bin Profi. I've been on the road, I've been doing shows. Now we eating steak, remember sleeping on the floor. We're stealing at the gas station when the time's cold. In the kitchen, hot still trying to flip it off the stove. Rocking fake J's, praying that nobody know. Watch them take my dog away, it was way too hard to stay composed. Fight to see the light of day, all that blood. Ich sag's euch, selbst wenn man hier einfach kurz so rumläuft, solche Urlaubsvibes, auch wenn wir nicht hier gerade für Urlaub da sind. Es ist aber trotzdem einfach sehr, sehr schön. Sind an unserem Stadionparkplatz angekommen. Leider unglaublich viel Verkehr. Wir versuchen jetzt mal ein paar Flybys zu bekommen. Und dann müssen wir mal schauen, wie wir weitermachen, weil es ist einfach gerade sehr voll. I'm going off, they going off the mat. All the mistakes they making I made, I couldn't touch that. I gotta watch, I gotta watch my back. They'll pull you down soon as you reach out. Wir sitzen jetzt wieder ganz entspannt im Challenger und cruisen jetzt erstmal hier schön am Meer entlang. Ich muss sagen, von außen klingt das Ding echt schon sehr, 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 sehr geil. Ich freue mich auf jeden Fall, sobald nächste Woche der Einfahrtsservice erledigt ist. Den machen wir übrigens in München, AEC. Und die Hoffnung ist gerade, es wird terminlich gerade abgeklärt, dass wir den Service filmen können. Dass wir so ein bisschen mitmachen können, vielleicht darf ich mal eine Schraube drehen, wäre ziemlich cool. Aber jetzt geht es erstmal Richtung Cannes. Und eine Sache, die ich euch nochmal sagen wollte, ist, wir fahren gleich am Haus vorbei. Das war im Film Transporter drin mit Jason Statham. Und wenn wir Glück haben, kriegt Louis es vielleicht kurz auf Kamera, denn es ist sehr cool. Die Location und so vom Haus ist wirklich ein absoluter Traum. Ist auch nicht zu kaufen, leider. Weil das wäre wirklich schon der absolute Oberhammer. Du bist so schön alleine. Und jetzt geht's, wie gesagt, erstmal nach Cannes, weg von Thieu-sur-Mer. Das ist, wo wir aktuell sind, schön mit den Red Rock Mountains. Aber es ist auch einfach unglaublich warm. Wir haben 32 Grad. Und Benzin-Junkie ist ja hier, der Geburtstag hat. Also er hat morgen Geburtstag. Das heißt, ihr könnt alle mal in die Kommentare schreiben. Happy belated birthday. Und deswegen gehen wir jetzt gleich schön was Mittagessen im New York in Cannes. Das ist echt sehr, sehr lecker, hat alles. Eine kleine Empfehlung als Travel Guide hier. Aber ich glaube, für uns wird die nächste Fahrt jetzt erstmal nur Stau. Nur Stau. Da ist das Haus. Luis, kriegst du es drauf? Transporter! Okay. Komm, komm, komm. Da ist es. Die Shots mal wieder on fire, ey. On fire. Unbelievable, my friend. Unbelievable. Aber ja, Challenger läuft 1A. Klimaanlage ist sehr gut. Sehr bequemes Auto. Und macht eigentlich einfach Spaß. Was am besten ist, ist natürlich der Sound. Ich habe herausgefunden, dritter Gang, da geht die Klappe wieder komplett auf. Das heißt, irgendwie im zweiten geht sie zu. Keine Ahnung warum. Und im dritten ist sie wieder offen. Also, ja, muss mal fragen, was da abgeht. Aber sobald Grail drunter ist, ist das Ding eh lauter. Und ja, jetzt geht's erstmal ab zum Mittagessen. So, wir stehen jetzt in Cannes im Stau. Fahren ein bisschen schön an den Croisette lang. Hier mit die ganzen Stores, Louis Vuitton, Gucci und so weiter und so fort. Und hier natürlich der wunderschöne Strand, der definitiv komplett überfüllt ist. Aber man muss mal kurz sagen, der Challenger, wie man hier jetzt vorne gerade sieht, wird so oft gespottet und Bilder werden gemacht. Das ist schon krass, oder Louis? Gerade wieder einer. Ja, den habe ich gerade gefilmt. Achso, ich meine hinter uns offen. Achso, okay. Sorry, Mann, tut mir leid, okay. Aber es ist echt sehr voll. Wetter ist natürlich mega, 32 Grad, fast ein bisschen zu heiß. Aber wir rollen jetzt hier rum, dann geht's wieder ins Grey Parking und dann gehen wir etwas Mittagessen, denn die Zeit verfliegt, wenn man nur im Stau ist. Im Parkhaus sind wir jetzt vorne, gucken wir vorne über die Linie. Ein bisschen, ja. Also nicht ganz drüber, aber wir sind drauf. Und hier hinten, auch eng, das ist schon echt ein großes Auto. Abschließen, jetzt wird Mittag gegessen. Wie war's essen? Essen war sehr gut, boah, echt gute Pizza. Wir konnten leider nicht filmen, denn es war sehr viel Musik da. Stimmt. Das geht nicht. Übrigens, im Fahrstuhl bin ich mal stecken geblieben. Ist so ein no way. Komm. Das war... Komm. Komm, bisschen noch. Bisschen noch. Ja. Ja, das war geplant. Das war jetzt ein Publicity Stunt. Mist. Wir gehen jetzt auf jeden Fall zum Auto und fahren dann schnell zu Elite Rap rüber. Denn wir müssen uns so langsam auf den Weg machen.
So, immer aus dem Parkhaus raus sehen wir schon mal ein schönes Aventador S Roadster, der definitiv nicht Serie ist, auch ein bisschen Bodykit. Davor nochmal den Ghost von vorhin, hier drüben steht noch ein Ferrari und vorne, den haben wir leider nicht drauf bekommen, war noch ein pinker Urus. Auch ziemlich geil. Ja, der klaut ein bisschen unsere Show, der Aventador hier, ne? Frechheit. Und wieder bei Elite Rap. Louis steht auch da. A-Klasse, die jetzt bewegt wird. Frankie ist hier. Wir haben schon mal alles ausgeräumt. Huck bleibt noch da. Hier ist noch die V-Klasse von Crytex. Auch kam mit. Ein sehr schöner Bentley. Und dann natürlich der Challenger. Die Autos bleiben jetzt hier bei PPOV. Ist noch in Südfrankreich. Mit deren Challenger wird übrigens was sehr Geiles passieren. Da werden wir noch Videos machen. Aber jetzt erstmal ciao, ciao an das Auto. Wir fahren jetzt noch schnell zum Supermarkt. Und dann machen wir es noch auf dem Rückweg, da wir noch 870 Kilometer oder so vor uns haben. Auch sehr geile G-Klasse. Ab zum Supermarkt. Und jetzt wird eingekauft. Frankie ist geparkt. Jetzt gibt es ein paar Snacks für die Tour, ne? Snacks sind immer gut. Ja, weil Luis und ich sind nämlich sehr verantwortungsvoll. Anstatt das teuer in Italien bei der Tankstelle zu kaufen, gehen wir extra in den Supermarkt, ne? Das ist nämlich sehr wichtig, richtig und wichtig. Und Frank hat ja einen Kühlschrank, deswegen ist das Leben gut. Frank the Tank läuft, wir haben alles eingekauft, was wir wollten, richtig? Ja, mehr oder weniger. Mehr oder weniger, aber jetzt geht's los Richtung Deutschland. Are you ready? Yes, sir. Ich fahre das erste Stück und dann fährst du? Ja. Klingt gut? Passt. Let's go. Gut, wir haben jetzt, Luis, wie spät ist das? Weißt du was? Es ist ungefähr 11:30. Ungefähr 11:30 haben wir jetzt noch 260 Kilometer to go. Das heißt, den Rest fährt jetzt Luis. Tanken jetzt nochmal schnell Frank voll. Dann geht's weiter. So, das geht jetzt mal kurz an alle Leute, die mit Auto unterwegs sind hier, Luis. Hörst du zu? Ja. Wie kann es sein, 90% der Leute, die hier hinfahren, haben alle Führerscheine, sind erwachsen, ne? Ja. Wie kann das sein, dass Menschen so inkompetent sind und nicht mal vernünftig auf die Toilette gehen können? Und immer den Boden überall vollgepisst haben bei Raststätten. Schön. Es ist so widerlich, vor allem in Italien. Sorry an alle Italiener, die das gucken, es ist einfach ekelhaft. Oder nicht? Auch schon. Wir pissen überall auf den Boden. Ich verstehe nicht warum. Wenn jeder einfach wie ein normaler Mensch da rein. Drei Tage später. Zu Hause pissst du doch auch nicht auf den Boden, oder? Oh. Okay. Lustig. Okay, zu Hause das machen, was du willst. Ach, doch nicht in öffentlichen. Oh, ich finde das so ekelhaft, ey. Ja. Aber erstmal den guten Appetit, bevor ich hier weiter über Urin und Fäkalien rede. Wir fahren weiter. Wir haben es jetzt nach Hause geschafft, wurden beide ziemlich müde, deswegen haben wir relativ gar nichts mehr gefilmt, außer den kleinen Timelapse, den ihr vorhin gesehen habt. Aber ja, Luis ist jetzt schon in seinem Auto und auf dem Weg, ich bin jetzt gerade angekommen. Das heißt, jetzt ist es Zeit für uns schlafen zu gehen, haben 2.35 Uhr jetzt. Ich glaube, das passt jetzt an schlafen zu gehen. Von dem her, wenn euch das Video gefallen hat, you know the drill. Einmal bitte liken, abonnieren, wenn ihr mögt und natürlich auch gerne teilen. Von dem her, man sieht sich beim nächsten Mal. Ciao.